Hallo und herzlich willkommen zu diesem Capstone-Video. In diesem Beispiel haben wir zunächst zwei Punkte gegeben, A und B. Und wir sollen jetzt eine Gerade finden, die parallel ist zur Geraden durch die Punkte A und B und gleichzeitig durch den Punkt R verläuft. Das heißt, wenn zwei Geraden parallel sind, müssen sie auch die gleiche Steigung haben. Ich habe jetzt einmal bei der Geraden durch A und B das Steigungsdreieck eingezeichnet. Das gleiche Steigungsdreieck müssten wir dann theoretisch auch vom Punkt R aus einzeichnen. Und dann hätten wir die gesuchte Gerade gefunden. Das wollen wir jetzt rechnerisch lösen. Okay, das heißt, wir suchen zunächst einmal die Steigung der Geraden durch die Punkte A und B. Da wissen wir, man erhält die Steigung, indem man den Differenzenquotienten dieser beiden Punkte hier berechnet. Also der Differenzenquotient ergibt sich als Differenz Delta Y durch Delta X. Das heißt, die Differenz der Y-Werte durch die Differenz der X-Werte. Hier werde ich einmal noch, das ist X1, das ist Y1, X2 und Y2 und die Differenz hier ergibt sich dann als Differenz von Y2 minus Y1 zu X2 minus X1. Setzen wir die Werte ein, also Y2 ist hier 0 minus Y1 ist 6 zu X2 ist 8 minus 4, also erhalten wir hier minus 6 zu 4, das können wir natürlich noch kürzen, erhalten wir minus 3 halbe als Steigung. Das heißt, die Gerade durch den Punkt R hat die gleiche Steigung wie die Gerade durch die Punkte A und B. Jetzt stellen wir die allgemeine Funktionsgleichung auf, y ist gleich k mal x plus d. Wir wissen ja, dass k die Steigung von beiden Geraden ist ident. Das heißt, wir können hier schon den Wert der Steigung eintragen mit minus 3 halbe mal x plus d. Weiters wissen wir, dass diese Gerade hier durch den Punkt R geht. Das heißt, wir können die Koordinaten des Punktes R in diese Funktionsgleichung einsetzen, um das D zu ermitteln. Das fehlt uns jetzt noch. Okay, das heißt, 7 ist gleich minus 3 halbe mal 5 plus D. Das heißt, wir erhalten hier 7 ist gleich minus 15 halbe plus d, wenn wir jetzt umformen mit plus 15 halbe, so halten wir 7 ganze plus 15 halbe, können das auf halbe, sind 14, also 29 halbe ergibt dann den Wert von d. Und wir können die Funktionsgleichung aufstellen der Geraden, die lautet y ist gleich minus 3 halbe mal x plus 29 halbe und wir haben die Aufgabe gelöst.